Haben wir ihn im Sauseschritt, den König der Pfalz. So kam er ins Stadion und zwar als letzter, als schon längst alle anderen da waren. Winkend, beide Fäuste geballt Richtung Publikum. Übrigens, seinen Spielern teilte er die Entscheidung kurz vor Spielbeginn mit. Das würde auf ein Bleiben hindeuten. Naja, mal abwarten. Was verrieten uns die entscheidenden Gesichter? Beate Rehhagel, gut gelaunt. Dagegen Präsident Kessler und Ikone Breme hitzig diskutierend. Das sah nicht so gut aus. Aber hinein ins Spiel, das sollte ja heute zunächst die Hauptsache sein. Eckball für die rot gekleideten Teufel, Ratinho. In der Mitte lauert Koch in Rücklage. Vierte Minute, erste Chance. Und dann die Liebeserklärung der Fans. Ja, eine tolle Stimmung hier im Stadion. Die Kölner waren gewarnt, vor allem vor der rechten Angriffsachse. Buck, Ratinho, Montiano und Schuster sollten die beiden entschärfen. Dirk Schuster tat dies auch mit Nachdruck. Klares Foul gegen das Schienbein von Ratinho. Es gab keine gelbe Karte. Glück für den Kölner. Freistoß getreten von Ciriakos Forza. Hauptmann dazwischen. Azizi verliert den Ball an Buck. Nochmals Forza. Rische verpasst. Christoph geklärt von Bodo Schmidt. Nur 3 Minuten später. Die nächste Szene und zwar Dirk Schuster auf der Flucht. Schiedsrichter Heinemann eilt zu Schuster. Jetzt gab es Gelb. Zu Recht, er hatte diesmal Andreas Buck von den Beinen geholt. Das war schon nach 10 Minuten bittere Hypothek für Schuster. Ottos Rezept ist ja das Flügelspiel, hier aber versucht Sforza mal durch die Mitte. Christoph ist ja kein gelernter Stürmer, vertrat Kuka, der für Tschechien unterwegs war. 20 Minuten gespielt, 0-0, der Weihnachtsmeister überlegen. Christoph Rische gegen Monteano, kommt zu Fall, ein Fall für den Punkt, meinten die aufgewachten Pfälzer Fans und ich gebe zu, ich habe es auch gedacht. Nur Schiedsrichter Dahlmann wäre anschließend vom Sat.1-Reporter in den Senkel gestellt worden. Denn es war kein Foul. Rische trat Monteano in die Hacken. Das war kein Foul. Was hätte Schiedsrichter Rehhagel gepfiffen? Auch Elber. Also Fazit, Schiris sehen halt eben mehr als Trainer und Reporter zusammen. Blicken wir auf Ratinho. Hier ist er. Noch Herr Struhe, Monteano lässt ihn gewähren. Ratinho zu Marian Christoph. So einfach geht das. Drittes Saisontor im 8. Bundesligaspiel. Eine super Bilanz für den Bulgaren. Aber dem armen Lorenz Köstner müssten sich spätestens jetzt die Nackenhaare senkrecht gestellt haben. Denn der Gegentreffer war aus Kölner Sicht grob fahrlässig. Zunächst ist Monteano, Ratinho gewähren. Warum eigentlich? Kein Stören, kein Eingreifen. Und dann Christoph steigt hoch, aber nicht Bodo Schmidt. Das Duell haben wir nochmal. Christoph gegen Schmidt ganz deutlich. Nur einer steigt hoch, nämlich der Lauterer. Sein Torjubel. Und dann will er schon zur Mitte abdrehen, aber dann fällt ihm ein, sich beim Flankengeber zu bedanken. Und der wiederum verneigte sich in Ehrfurcht vor dem Publikum. Aber das Publikum feierte einen anderen. Tja, wenn die das in München hören, die Leute. Lauter nun angetörnt, aufgeputscht, in allerbester Laune über rechts, na Logo, die Schokoladenseite. Alle wissen es, kein Gegner reagiert. Ratinho zu Buck und Reich. Marco Reich, er vertrat heute den gesperrten Wagner auf der linken Seite. Die Betzebube eindeutig überlegen, immer wieder schön von außen kommend. Christoph gegen Hauptmann, tanzt ihn aus. Grasso dazwischen. Und Sforza, ja, diese Mannschaft strotzt vor Selbstbewusstsein. Sforza hier, Sforza dort, Sforza überall. Hier ist er schon wieder beim Freistoß. Köln bislang noch ohne Torchance.
Harry Koch reißt Schuster und Menger mit ins Tor. Der Ball blieb draußen, alle konnten aber weitermachen. Auch der Ball. Jetzt allerdings mal eine Szene mit dem 1. FC Köln. 42. Minute, Ralf Hauptmann wird von Sforza Patera geschickt. Und nun achten Sie mal auf Hauptmann. Vor Wut kickt er seinen Schlappen weg. Und da, er sieht dafür die gelbe Karte. Wegen Schlappen wegkickens. Sicherlich in der Geschichte der Bundesliga eine der ungewöhnlicheren gelben Karten. Und während sich Hauptmann dann anschließend noch zornig die Schuh schnürte, machten seine Kollegen quasi in Unterzahl schon mal weiter. Einwurf Baumann, der heute als Forza-Bewacher im Mittelfeld spielte. Munteanu. Ja, das nennt man hundertprozentige Auslastung. Es war meines Wissens der erste echte gefährliche Kölner Torschuss in der 45. Minute. Und schon hatte es Klick gemacht. Dorinel Munteanu, 11-mal hatte er diese Saison vorgelegt, aber noch keinmal getroffen. Erstmals seit Mai hatte er mal wieder das Zischen des Netzes genießen können. Reich konnte ihn nicht hindern. Aber achten Sie mal auf Reinke, da guckt er nach oben, wo es geklingelt hatte. Die Meinungen gingen da auseinander zwischen haltbar und unhaltbar. Aber Lauterns Diskussionen waren nicht Richtung Torwart gerichtet. Katletz und Sforza machten sich hier gegenseitig an. Und danach war auch Halbzeit. Zum Thema Rehagel-Verlängerung. Indiz für eine Verlängerung. Er ließ anordnen, dass der 21-jährige Ballack bei den Amateuren Libero spielt, um so mal später Kadlec ersetzen zu können. Und Bremel ließ laut Bild-Zeitung nachfragen, ob er künftig als rechte Hand von Otto arbeiten dürfe. Aber es sind eben nur Indizien für eine Verlängerung. Lautern wechselte. Talent Ballack kam für Koch, Thomas Riedel für Buck. Beide Gehirnerschütterungen, Ballack und Riedel, haben aber wenig Praxis diese Saison. Erst 2 bzw. 4 Saisonspiele. Hier ist Schönberg zu Rische. Verpasst. Ja, und der Chef, der fand es überhaupt nicht lustig. Aber schon die nächste Chance für Lautern. Freistoß Katletz. Wagner, der die Gewaltfreistöße schießt, fehlte heute wegen der gelben Karten. Und Katletz machte es mit Gefühl und wie ein toller Freistoß. Das Geräusch hatten sie gehört. Axel Roos, zuverlässig da hinten, schaltet sich jetzt auch vorne ein. Thomas Riedel, der hat noch nie in der Bundesliga getroffen. Bis jetzt 2-1. 45 Minuten durfte er diese Saison mal ran. Dann noch mal beim zweiten Mal für 3 Minuten. Erst sein drittes Saisonspiel. Munteanu, seinen Gegenspieler, hatte er schlicht und einfach abgehängt. Wenn der klasse Schuss in den Winkel nicht erreichbar für Andreas Menger. Jetzt droht ihnen wieder die rote Laterne, den Kölnern. Tja, ärgerlich. Und Otto, achten Sie mal auf die Hände vor diesem Tor. Er faltet sie, er betet das Tor herbei. Und der Mann geht dann in die Knie, präsentiert sich der Haupttribüne, applaudiert und winkt gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, trotz seiner Erfahrung, was er alles machen soll. Am liebsten will er gleichzeitig pfeifen, klatschen, winken. 6 Arme würden ihm wohl weiterhelfen, dem Otto. Trainer Köstner auf der Gegenseite reagierte, brachte anstelle des unauffälligen Azizi den frustrierten Beladoyo. Und hier ist er schon. Kommt zu Fall. Schiri Rehage. Gelb, gelb. Das muss gelb geben wegen der Schwalbe. Es gab kein Gelb, aber auch kein Elfer. Schiri Heinemann hatte kein Foul gesehen. Korrekt. Sforza. Ristoff. Abgeblockt von Bodo Schmidt. Tretschok vorbei an Katletz. Vorbei an Schönberg. Tretschok. Polster übernimmt. Gute Konterchance. Weiter Polster. Links steht Munteanu. Der bekommt auch den Ball. Direkt weiter zu Ladoyo und zu Polster. Ein klasse Tor. Ganz toll herausgespielt. Spielerisch wertvoll. Und mal wieder die Erkenntnis, den Polster, den Toni darf man nicht aus den Augen lassen. Nie. Aber da hatte fast die komplette Mannschaft an einem Strang gezogen bei den Kölnern. Angefangen von Schmidt bis hin zu Polster, dessen Bewacher Schönberg zuvor einmal zu offensiv gewesen war. Polster, der in Österreich gleichauf mit Lady Di zur Persönlichkeit des Jahres gewählt worden war.
Noch 7 Minuten. Was für eine Spannung. 2:2 nur. Das wäre Balsam für die Bayernwunden. Aber noch ist nicht Schluss hier. Sforza ist das. Schönberg ist da. 3:2. Und da rast er, da stürmt er auf Ciriakos Sforza zu. Es war ja zur Hälfte auch Sforzas Tor, denn Schönberg hatte nur minimal den Ball berührt. Aber interessant ist, Flanke Sforza, Tor Schönberg, so hatte die Saison begonnen, damals in München. So endet sie wahrscheinlich auch vor der Winterpause. Und Otto Rehhagel, ich glaube, wenn der 75 ist und immer noch irgendwo Trainer ist in der Welt, dann dreht er noch genauso durch nach Toren. 1:1 sagt er an, nix da Otto, 3:2, so endete auch das Spiel. Lautern bleibt vorn, Köln nun ganz hinten. Hören wir mal, was die Spieler zu sagen hatten. Zunächst die Kölner. Die Situation ist prekär. Ist es richtig dort, wo wir stehen? Ich meine, wir haben ja gerne ein Aufwärtshändes gezeigt, aber es ist halt nicht genug und es wird für uns ein schweres Frühjahr werden. Und ich hoffe doch, dass wir da unten rauskommen. Es ist natürlich sehr unangenehm, wenn man sich die Tabelle ein paar Wochen anschauen muss und man sieht den ersten FC Köln ziemlich weit unten. Aber wir haben es noch selber in der Hand, da unten rauszukommen und wir werden in der zweiten, also in der Rückrunde alles tun, damit das... der erste FC Köln nicht absteigt. Für mich persönlich natürlich irgendwo Genugtuung, weil ich die Saison wenig gespielt habe und ja, hat ganz gut geklappt. Genugtuung, war da auch ein bisschen Frust in dem Schuss drin? Ja, ich denke schon. Wenn man die ganze Zeit auf der Bank guckt, dann das gefällt keinem Spieler und sicher, da war der ganze Frust drin. So war er auch drin dann. Also alle Leute haben gesagt, okay, jetzt kriegen sie einen Einbruch, jedes Mal, wenn wir verloren hat. Aber wir sind jedes Mal haben wir uns zusammengerappelt und hat dann das nächste Spiel gewonnen und das finde ich, das zeigt Moral. Martin Quast und Klaus Feldmann sammelten die Stimmen, aber blicken wir auf den Mann des Tages. Noch weiß keiner von uns, was passieren wird. Bleibt er ein Betzebub oder lockt das Ausland? Normalerweise sprintet er nach Abpfiff wie ein Wiesel in die Kabine. Diesmal nichts normal. Er geht aufs Spielfeld, völlig ungewöhnlich. Ich glaube, das hat er bei seinem Abschied in Bremen auch so gemacht. Dann die Welle mit Otto. Ja, wann hat es das denn mal gegeben? Und dann die Fans, sie feierten ihren Otto. Völlig ungewöhnlich, Otto verschenkt seine Trainingsjacke. Ein Ordner soll es in die Menge werfen. Da ist er, der Ordner, mit der Kappe. Aber der Ordner schert sich einen Dreck darum. Nun schauen Sie mal, was jetzt passiert. Da greift er sich die Jacke und er verschwindet. Er haut ab mit der Jacke. Ja, was hat das alles hier zu bedeuten im Stadion? Ich würde sagen, zunächst einmal zurück zu Reinhard Beckmann nach Hamburg. Erste FCK kann Ihnen heute mitteilen, dass es uns gestern Abend gelungen ist, den Vertrag mit unserem Cheftrainer Otto Rehhagel vorzeitig zu verlängern. Otto-Mania in der Pfalz. Das Bad in der Menge endete bei seinem Freund und Präsidenten Hubert Kessler. Das alles soll keine Vertragsangelegenheit sein, sondern eine Herzenssache. Jetzt im letzten Jahr haben wir uns gefunden. Im zwischenmenschlichen Bereich hat es sehr großartig geklappt, mit dem Vorstand, auch mit den Spielern. Und mir macht es große Freude, ich bin gern hier. Er sieht sie, er kritisiert sie nur als Fußballer und nie als Menschen, wie er sagt. Der Hauptgrund, seine Spieler. Bevor wir rausgingen, habe ich nur gesagt, also Jungs, ich habe mich entschlossen, doch jetzt hier die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen. Und ich hoffe, dass wir heute gemeinsam dieses Spiel gewinnen können. Und sehe zu, dass wir ein angenehmes Weihnachtsfest haben. Das bringt uns sicher einen Schritt weiter, weil wir zusammenarbeiten können. Aber es liegt an uns, die Arbeit weiter zu folgen. Hat er auch einen Grund gesagt, warum er weiterarbeiten will mit Ihnen? Ja, weil er nächstes Jahr eine Champions League spielen will. Otto, Otto, hier. Otto hier und die Chefin im Haushalt Rehhagel dort. Meine Frau Beate, die hat ja gesagt, das, was immer zu lesen war, die fühlt sich hier nicht wohl. Die fühlt sich wunder, die fühlt sich sehr wohl hier und hat mir gesagt, Otto, du bleibst hier. Otto als Lauterer gibt es weiterhin ohne Ausstiegsklausel mit allen Machtkompetenzen. Wie lange? Bis 30.06.2006 mit Otto Rehhagel verlängert. Mit 30.06.2000. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, Herr Rehhagel, entlassen Sie. Das war die Stimme des FCK-Geschäftsführers Gerhard Herzog. Herr Herzog, Sie sind noch nicht so weit, dass Sie jemanden entlassen können.
Einen Otto Rehhagel in der Pfalz entlassen, so unwahrscheinlich wie der pfälzische Saumagen als neues Nationalgericht der Bayern.